der Moment, dass das Fahrzeug es erbt. Herzlich willkommen aus der Kofferer Energie Schwaben Arena zum Nachbarschaftsduell in der DEL 2. Der ESV Kofferer empfängt heute die Ravensburg Tower Stars. Die Tower Stars setzen sich ein bisschen fest. Auch gefährliche Scheiben, die war drin. Der Schuss von Olli Kranz war abgefälscht. Geht an den Pfosten und rein, wenn ich es richtig gesehen habe. 1-0 für die Tower Stars. Charlie Soro. Möglicherweise abgefälscht. Ja. Ich denke, muss auf jeden Fall abgefälscht gewesen sein. Ja, hier nicht zu sehen, aber in der Hintertorkamera wird man es dann auflösen können. Charlie Soro ist auf jeden Fall der Spieler vorm Tor. Ja. Ja, Schläger ganz leicht dran. Pfosten rein, reicht. Vielleicht doch zuerst leichter Pass kommen müssen. Während Heigl Kraus frei spielt und der knapp ins Schlott verzieht. Lundqvist. Laxonen. Lewis. Und Tor! Ist drin, Joe Lewis! Genau ins Kreuzeck. Also das ist halt eine Position, die der Joey Lewis liebt. Wenn du ihn dort anspielst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein guter Abschluss kommt. Und der hat ja genau im linken Winkel gepasst. Laxonen legt ab auf Lundqvist. Der hat das Auge für Lewis. Und Joey Lewis macht Joey Lewis Sachen. Im Slot macht er die Sachen, ja. Und so hat Tscherikow keine Chance. Gibt durch im 1 gegen 1. Leimers. Oh, richtig gute Parade. Durch die Beine, ja. Ops. Nifosi. Bisschen überhastet und jetzt muss er aufpassen, dass sein Gegenspieler nicht wegläuft. Sein Hör, aber gut aufgepasst. Gottschick. Tor. Tor. Sebastian Gottschick bringt den ESV in Führung. In der 14. Minute geht es 2-1 für den ESVK. Ja, trockener Abschluss von Sebastian Gottschick, der da gut freigespielt wurde, aber warum war er so frei? Sam Hör hat spekuliert auf den Konter und hat dann da, glaube ich, gefehlt, würde ich sagen. Man sieht ihn hier ganz links im Bild außen. Ja, und der Schuss ist natürlich perfekt. Nächste Chance, Tscheripow im Nachfassen, der Schuss kam von Tyler Spurgeon. Aber jetzt hat Robicanic viel Platz. Läuft auch einer mit. Ja, Eichinger. Oh! Der hätte schon mal Watson fast einen Eigentor fabriziert. Ja, super Pass von Kranz auf Alfaro. Und da ist der Ausgleich. Matt Alfaro im Powerplay zum 2-2. Würde ihn besonders freuen, hat heute Besuch aus der Heimat. Die Mutter und die Schwester sind zu Gast, was wir gehört haben. Ein guter Pass von Kranz. Dann hat Alfaro Platz. Wenig Sicht für Wiesinger. Ich denke, der ist im kurzen Eck. Steht an der Fanghandseite ein, aber... Ja, leider nichts machen, sieht er nichts. Watson, Lundqvist. Aber gefährlich abgefälscht. Schütz, Lundqvist. Ja, Scheibe frei. Tor! Und da ist die Führung. Sebastian Gottschick bringt den ESV Karl wieder in Front. Und auch die Überzahleinheit, die funktioniert. Ja, super von Sebastian Gottschick, wie er sich da durchsetzt. Da ist ja genau sein Bereich, wo er sich wohlfühlt auch. Schuss kommt vom Lundqvist außen, der wird abgeblockt. Und dann schaltet Gottschick am schnellsten. Das ist ein Spiel. Angepasst. Ja. Jetzt die Chance. Und Tor. Unterzahltreffer für die Tower Stars, Max Hadraschek. Ja, extrem schlechter Wechsel des ESVK, Scheibe tief gebracht, aber keiner konnte hinterhergehen. Und die Tower Stars nutzen es eiskalt aus, auch wenn der Pass fast noch verunglückt wäre. Ja, ganz, ganz viel Platz, die Scheibe zu kontrollieren und macht es dann eiskalt. Vor dem Torwart. Zwischen zwei, drei Mal legt sich auf die Rückhand.
Dann ist da genau die Lücke, wo die Scheibe reingeht. Ja, mit Dennis, Daniel Pfaffengut ja auch noch ein. Einer aus dem Kopfbeuter Nachwuchs dabei, der Bruder von Dennis Pfaffengut. Burkhardt und Tor! 4-3 ist VK, Yannick Burkhardt. Bisschen aus dem Nichts, aber freigespielt. Und dann eiskalt vor Scharipov. Ja, die vierte Kopfbeuter Reihe ist einfach in jedem Spiel für einen Treffer gut, finde ich. Yannick Burkhardt gut freigespielt und dann noch ein satter platzierter Schuss. Auch der geht oben rein. Keine Chance für Scharipov. Holz, Kalche und Hops. Das war eine eindeutige Sache. Ja, ein bisschen unnötig aus Kochbeuter Sicht, sich da jetzt auf die Strafbank bringen zu lassen, wenn du eh bloß 10 Stürmer hast oder 11. Keine 12 Stürmer hast, keine 4 vollen Reihen aufs Eis bringst. Ja, Kalche lässt sich feiern wie sein Vater früher. Lundqvist, Luis. Lundqvist. Scharipov lässt prallen. Watson! Jermaine Watson! Was für ein Hammer! 5-3 für die HSVK. Bin gespannt, ob es vielleicht noch zum Videobeweis geht. Nee, sieht nicht so aus. Hatte gerade das Gefühl bei den Schiedsrichter, dass sie kurz gesprochen hatten. Ob da vielleicht was gewesen wäre. Ja, ich wüsste ja nicht was. Nee, gar nichts. Torwart nicht behindert, maximal in der Sicht. Das ist aber erlaubt von Laaksonen. Der Schuss passt halt einfach. Ja, was ein Hammer. Passt halt wieder perfekt. Scheibe gleich wieder bei Ketterer. Eichinger. Lundqvist, Luis und Scharipov ist da. Sonic. Ganz viel Platz. Oder der Posten mit dem Spiel? Ja, oder die Latte von Fiesinger. Ganz. Und dort bringt die Scheibe nicht raus. Fiesinger wieder stark. Ins Bitume reingespielt, abgeblockt. Scheibenbesitz für den ESVK. Und wieder geht sie vorbei. Aber Sami Blomqvist läuft es aus. Kein Icing. Und Blomqvist, den kriegt er rein. Und drückt den Check. Ja. Von Julian Eichinger, aber ich glaube, der war nicht so gemeint, wie er aussah, der Check. Mit Ablauf der Uhr trifft Blomqvist ins leere Tor zum 6-3. Bleibt, liegt immer noch auf dem Eis. Ja, mit dem Gesicht natürlich, glaube ich, gegen die Latte gekreigt. Naja, ich glaube, er weiß schon, was er da tut. Er will natürlich nicht, dass das passiert, aber er versucht natürlich, das Tor zu verhindern. Ja, es sieht unglücklich aus und ich weiß nicht, eine Sekunde vor Schluss könnte man noch wegbleiben eigentlich. Ja, aber es ist gesetzt, dass es ausgeht dann. Blomqvist möchte gleich in die Kabine raus. Aber was haben wir erfüllt? Wir haben den Sieg des ESV Kaufbeuren 6-3. Heißt nach 60 Minuten. Der Moment, dass das Fahrzeug das erste Mal.